Ich bin hier an dem Stand von Sprösslinge. Die machen was ganz Spannendes, denn die machen Babynahrung. Und zwar genau das, was wir Einkocher immer nicht so gerne mögen, nämlich Süßkartoffel, Pastinake, Möhre und Erbsehafer. Was natürlich bedeutet, das ist alles säurearm. Das heißt, das muss unter Druck eingekocht werden oder eben sehr lange. Und das ist genau das, was die Leute, die Kinder haben und Babys haben, immer nicht so gerne machen. Weil als junge Mutter hat man dazu kaum Zeit. Und die haben es tatsächlich gewagt. Und ich werde gleich mal mit ihnen sprechen und sie fragen, wie ihre Beweggründe waren und wie das so läuft. Das ist Anne. Hi, Steffi. Und Anne macht mit Frank zusammen, der nicht ins Bild will. Nur ganz kurz, ganz kurz. Hallo. So, okay, so. Anne und Frank machen diese wunderbaren Babybreie, die ganz besonders sind. Möchtest du mir mal sagen, warum? Sehr gerne. Genau, wir stellen regionalen Babybrei her. Das bedeutet, wir beziehen eben die Rohstoffe ausschließlich von Biolandhöfen aus Norddeutschland. Wir geben völlige Transparenz über diese Rohstoffe. Das heißt, du kannst über jedes Gläschen, da ist ein QR-Code drauf, dann kommst du auf unsere Seite und kannst wirklich nochmal nachempfinden, von welchem Bauernhof kommt denn jetzt die Möhre oder die Pastinake. Ja. Das zeigen wir da. Wir verwenden keinerlei Zusatzstoffe. Das heißt, wir verzichten komplett auf jegliche Verdickungsmittel, auf Reismehl, auf Süßungsmittel, auf Farbstoffe. Und das schmeckt man einfach, dass wir halt ganz leckere Rohstoffe für unser Babybrei verwenden. Das hört sich richtig gut an. Ich werde sie jetzt mal probieren. So, das hier ist Pastinake. Pastinake ist ja auch ein Wurzelgemüse und das muss wirklich gut eingekocht werden, weil das ist ein Erdgemüse. Das heißt, wir haben natürlich ganz viel Bakterien schon alleine deshalb und Mikroorganismen, weil das in der Erde steckt. Es ist also nicht ganz einfach, sowas haltbar zu machen. Und das hat ganz viel Geschmack. Das schmeckt richtig gut. Die ich ja immer viel gerne Salz esse, sagt natürlich immer, oh, da müsste vielleicht Salz rein. Aber nein, das muss es für Babys gar nicht. Ich erinnere mich daran, eines meiner Kinder hat damals als erstes von der Brust kam es zur Paprika und kriegte ein Stück Paprika in die Hand. Ich weiß nicht mehr, ob es meine Tochter oder mein Sohn war. Und das Kind ist ausgeflippt über diesen einfach nur Paprika-Geschmack, wo wir Erwachsene schon total verdorben sind und sagen, oh, ist ja langweilig. Das hat wirklich ganz tolle Sachen drin, die Geschmacksnerven anteasern. Und jetzt kommt Erbsehafer. Für die Messe was Neues. Ja. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wir wollten zum einen tatsächlich mal einen anderen Brei anbieten, was Grünes, ne, ja, was farblich auch mal anders ist. Wir wollen uns von den Sorten her auch tatsächlich ein bisschen abheben, denn Möhre, Pastinake, das sind natürlich so Klassiker, aber auch das, was man vielleicht woanders auch nicht bekommt. Ja, ich nehme mal die Kamera. Man kriegt halt Möhre, Pastinake, Süßkartoffel tatsächlich auch so nicht so gut. Ja. Und wir wollten auch einfach gucken, welche regionalen tollen Gemüsesorten haben wir denn. Und das ist nun mal die Erbse und das ist der Hafer. Mit dem Hafer haben wir einfach noch mal ein bisschen was zum Abbinden und wir haben auch einfach noch mal ein bisschen Eisen da drin. Und ich meine, dieser Erbse-Hafer-Brei, das ist auch schon ein bisschen was für fortgeschrittene Babys. Das ist jetzt nicht zum Beikoststart, ne? Weil ja, die Erbse halt auch so für die Verdauung schon so ein bisschen anstrengend ist. Und der Brei, das sieht man ja auch von der Konsistenz, der macht auch echt schon Sachen. Genau, da sind noch so diese Erbsenstückchen, ne? Ja, da sind tatsächlich ein paar Erbsenstückchen drin und auch das hat einen ganz natürlichen Geschmack. Man merkt, dass das echt kraftvoll ist und ich glaube, ich weiß auch bei meinen Kindern, die wurden von diesen ganz normalen Pastinake, Möhre und so einfach nicht satt. Davon wird man, glaube ich, wirklich satt. Ja. Diese Gläser sind natürlich etwas teurer. Genau. Das ist natürlich im Vergleich zu den konventionellen Marken, sag mal, können wir nicht preislich natürlich einfach nicht mithalten. Ja. Wir suchen uns wirklich unsere Rohstoffe bei den Bauern auf, wir fahren wirklich zu den Bauern hin, probieren die Möhren, probieren die Pastinake und haben uns danach wirklich dann für die Bauern entschieden. Das kostet natürlich. Dann kostet uns natürlich auch einfach die regionale Verarbeitung, was wir eben in Norddeutschland auch produzieren. Und auch die Mengen sind natürlich ein bisschen kleiner. Das Glas, das kostet 2,90 Euro, was genau, ich völlig nicht schlimm finde. Plus, das gibt es ja auch online, ne? Ist hier irgendwo ja, genau, eine. Ja, wir haben einen eigenen Online-Shop, genau. Darüber können wir. Ja, ja. Naja, genau. Online-Shop, zeig mal wo. Genau. Hier. Ja. Man muss auch keine großen Mengen kaufen. Nein. Man kann ein Glas kaufen und ab 6 gibt es sogar Rabatt.
Genau, du kannst ein Glas kaufen. Also es gibt ab 25 Euro Bestellwert, liefern wir auch versandkostenfrei. Wir bieten ein Probierpaket, so ein Gemüsemix-Paket an. Aktuell jetzt gerade für 16 Euro. Das ist so eine Aktion. Genau. Ich danke dir herzlich. Wir werden natürlich alles, was ihr da so habt, unter dem Video verlinken. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Danke dir, Steffi.